Hause gefahren! Marius! Schreib nicht so! Schreib nicht so! Was hast du gesagt? Was? Ich hab gar nichts getan! Ich bereue nicht, dass er tot ist. Ich bereue einfach, wie es passiert ist. Da hätte ich eigentlich einen anderen Weg gehen müssen. Aber dass es ihn nicht mehr auf dieser Welt gibt, das bereue ich nicht. Damit ist auch vielen anderen Menschen sehr viel Leid erspart worden. Ich empfinde das so und dazu stehe ich zu. Jetzt bin ich frei. Fast jeden zweiten Tag passiert in Deutschland ein Mord in einer Partnerschaft. Wenn eine Frau ihren Partner tötet, spricht man häufig von einem Haustyrannenmord. Die Täterinnen sind häufig jahrelangen Misshandlungen seitens ihres Partners ausgesetzt. Doch kann dies Rechtfertigung für das Töten eines Menschen sein? Die Gerichte müssen jeden einzelnen Fall ganz genau betrachten. Ist lebenslang tatsächlich die angemessene Strafe? Oder besteht durch die Umstände sogar die Möglichkeit für einen Freispruch? Und wie empfinden wir das Urteil, wenn wir die Geschichte kennen? Gibt es in unseren Gerichten immer Gerechtigkeit? Der Fall unterscheidet sich vom klassischen Haustyrannenmord dadurch, dass nicht nur eine Person daran beteiligt war, sondern die Frau und ihr Liebhaber. Also, es war nicht die Frau alleine, die keinen Ausweg mehr gefunden hat, sondern sie hatte, wenn man so will, Helfer. Ja, der Mittäter hat eine entscheidende Rolle, insbesondere auch juristisch, denn eine Notwehr oder auch ein entschuldigender Notstand, der für die Täterin ja günstig wäre, der scheidet in solchen Fällen in der Regel aus, weil man sagt einfach, wenn man mit einer anderen Person zusammen die Tötung schon plant, dann ist es keine akute, keine gegenwärtige Gefahr für die bedrohte Person, sondern das ist geplant, das ist vorbereitet und damit ist es natürlich dann für die Täterin in der Regel schlechter juristisch, als wenn man das Ganze alleine spontan begeht, wenn der andere einen gerade attackiert, schlägt, tritt oder vergewaltigt. Katja! Wird das Gericht die Leidensgeschichte von Katja P. beim Strafmaß trotzdem berücksichtigen? Oder führt kein Weg vorbei an einer lebenslangen Freiheitsstrafe? Das Problem bei diesem Fall ist, dass nicht nur diese häusliche Gewalt ausschlaggebend war für die Tötung, sondern dass man irgendwo im Hinterkopf, und das ist bei den Richtern natürlich vor allem der Fall, auch diese Liebesbeziehung der Frau zu einem anderen Mann stand. Hat sie nun getötet, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat? Oder hat sie getötet, um ihren Ehemann einfach zu beseitigen, um ein anderes Leben mit einem anderen Mann führen zu können? Dass Katja P. zum Tatzeitpunkt einen Liebhaber hatte, spielte nicht nur vor Gericht eine Rolle. Auch die öffentliche Meinung war davon geprägt. Als ich den ersten Verhandlungstag hatte, da haben mich ja schon alle vorverurteilt. Und auch der Staatsanwalt, ja, lebenslänglich. Und da habe ich gesagt, ja, wofür? Für so ein Schwein? Und ja, aber es ist ja ganz anders rübergekommen. Ich hatte ja ein Verhältnis und der war mir im Weg gewesen, der Mann. Und deswegen musste der weg. Und Spaghetti-Komplott und weiß ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt doch alles gar nicht. Woher haben die solche Infos? Und wie kann ich mich dagegen wehren?
Im Jahr 1991 begann die tragische Geschichte, die mit einem Toten und zwei Menschen auf der Anklagebank endete. Katja P. lernte den Boxer Mario P. damals in einer Kneipe kennen. Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und ich war schon früh Filialleiterin. Ich bin immer meinen Weg gegangen und ich hätte mir niemals in meinem Leben vorstellen können, dass es Menschen gibt wie meinen Ex-Mann. Magst du noch was trinken? Ich hab noch. Du bist doch Mario, oder? Der Ex von Daniela. Man hat dann gesagt, er hat eine Frau und zwei Kinder und sprech doch mal mit der Frau. Die könnte dir bestimmt viel erzählen, was sie schon so mit ihm mitgemacht hat. Und ich habe immer gesagt, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht, weil für mich selber gab es das einfach nicht. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich kannte es von zu Hause nicht. Ich kannte es aus keinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Nein, das gab es für mich nicht. Die junge Frau war befreundet mit jener Frau, die schon mal eine Beziehung mit diesem Mann hatte und die schon Gewalt erlebt hatte und die sich aus diesem Grund auch schließlich von ihm getrennt hat. Sie war also gewarnt. Es gibt nach wie vor Frauen, die durchaus Männlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit bis hin zur gewalttätigen Durchsetzungsfähigkeit, handgreiflichen Durchsetzungsfähigkeit nach wie vor miteinander verbinden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wenn Menschen aus dem eigenen häuslichen Bereich bereits Gewalttätigkeit kennen, dann wachsen sie mit Gewalttätigkeit als ein Stück normales soziales Phänomen auf. Also wenn ich dann heute so zurückdenke, dann frage ich mich, wie man überhaupt so naiv sein konnte. Aber er hat mir dann immer nachgestellt und hat dann mit mir geflirtet und das ging sehr lange und irgendwann habe ich dann gesagt, ach komm, okay, damit er dann seine Ruhe gibt. Ja, dann ist es halt passiert, irgendwann landete mir dann im Bett und für mich war es eigentlich eine einmalige Sache gewesen. Doch bei diesem Einmal bleibt es nicht. Mario zeigt sich von seiner besten Seite und versucht alles, um Katjas Herz für sich zu gewinnen. Die große Gefahr ist, dass man den Tyrannen, den gewalttätigen Ehemann oder Partner nicht sofort erkennen kann. Ganz viele Frauen haben mir berichtet, dass sie gesagt haben, der war doch anfangs so sympathisch. Ich hätte den niemals so erwartet, wie er sich dann hinterher gegeben hat. Der hat mich liebevoll behandelt, der hat mir Geschenke gemacht. Und irgendwann ging es dann los mit verbalen Entgleisungen. Dann kam Gewalt hinzu und am Schluss wurde ich vergewaltigt.